Ey, yo Leute, was geht? Ich bin dumm. Ich habe gerade diesen Patreon aufgenommen und vergessen, auf Aufnehmen drauf zu drücken. Von daher, scheiße, ich mache das Ganze jetzt nochmal neu. Wichtig, wenn ihr meine Meinung wissen wollt zu einem Champion, den ihr mögt, ihr findet unten auf YouTube diese Balken-Dinger. Könnt ihr einfach rumklicken und herausfinden, was ihr haben wollt. Ich werde das Ganze dann jetzt noch einmal nochmal von vorne machen. Mordekaiser, sehr dicke Buffs. Ne? Movement Speed von 3% auf 3 bis 9%, was auch relativ früh schon ins Spiel reinkommt mit Level 6 und Level 11. Movement Speed ist alles für Mordekaiser. Er ist ein Juggernaut, das heißt, an den Gegner ranzukommen, ist sehr wichtig. By the way, dass nur die Movement Speed über die Passive kommt, ne? Don't get me wrong. Sehr geile Buffs, gerade für die Top-Lane. Aber besonders für den Jungle. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, dass wir Jungle-Mordekaiser sehen werden. Denn was jetzt auch gerade im Jungle da ist, ist, dass die Jungler weitaus öfters Ghost mitnehmen. Und Ghost ist auch etwas, wo Mordekaiser sich auch wirklich selbst drin sieht. Sein Duellpotenzial ist eigentlich mega geil. Ne? Er muss nur den Gegner rankommen, Ulti draufdrücken und dann gewinnt er eigentlich auch jeden Fight in der Ulti. Ich weiß, dass Mordekaiser in den lowen Elos, ich glaube so Silber und Below, bereits ein Low-Elo-Stomper ist. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau sein, ihn in High-Elo impacten wird, denn er ist relativ tanky, er hat einen soliden Clear. Das Problem, was, oder sogar einen sehr guten Clear eigentlich, das Problem aber, was ich sehe, ist, wenn er ohne Schild in den River reingeht, da könnte er ziemlich starke Probleme bekommen. Sag mal, sieht man den Drachen, wenn man jemanden ultet? Ich glaube nicht, oder? Der ist ziemlich broken eigentlich, fällt mir immer so gerade auf. Aber an sich sehr geile Buffs. Vladimir, Leute, 4 Armor mehr, was in der Regel bedeutet, es ist mehr ein Top-Lane-Buff als ein Mid-Lane-Buff. Klar, in der Mid-Lane kann man ihn immer noch picken gegen sowas wie ein Talon, wie ein Zed. Da würde sich auch sehr drüber freuen, 4 Armor mehr zu bekommen. Das ist sehr viel, Leute. Also alles, was 3 Armor und drüber ist, ist ziemlich krank. Und Riot hat im letzten Patch schon 5 Armor gegeben, an Kalista, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich sehe hier aber auch eine Chance, Vladimir auf der Botlane zu spielen. Das hatten wir auch mal, als diese Botlane-Mages gekommen sind. Jetzt wird einer sagen, aber Sevi, Vladimir braucht doch Level, der wird doch Solo-XP haben und so weiter und so fort. Das stimmt auch. Deswegen würde ich ihn paaren mit einem Pyke, weil Pyke ein Champion ist, der gerne Roam gehen möchte. Vladimir kann relativ gut 1 gegen 2 halten, eben weil er Sustain in seinem Kit mit dabei hat, eben weil er zu Monster-Camps hingehen kann, um sich dort hochzuheilen, aber auch, weil er Anti-Dive-Potenzial mitbringt über Ulti und danach geht er in den Pool rein und hielt sich danach dann wieder weiter hoch. Mit guter Kill-Pressure durch Pyke sollte hier gut möglich sein. Poppy, Leute, Poppy ist ein B-Tier-Pick im Sinne von, Poppy ist gut in bestimmten Matchups, in bestimmten Champions, die wirklich sehr viel rumjumpen wollen. Haha, Leute, willkommen zu modernem League of Legends, wo jeder rumjumpen möchte. Wenn ihr in der Lage seid, Poppy zu spielen, werdet ihr euch in den guten Matchups, wo ihr sie so oder so pickt, jetzt richtig freuen. 4 Sekunden weniger Cooldown auf der W-Flat ist der Unterschied zwischen nutze ich W einmal in einem Teamfight oder zweimal in einem Teamfight, was pretty huges, ja, Ulti Base Knockup geht von 0,75 auf 1 Sekunde höher, was eigentlich securen sollte, dass die beide Qs garantiert trifft, denn ich glaube, jetzt ist ein kleines Window da, wo es einen nicht treffen kann, also wo der Gegner noch reagieren kann, um rauszukommen. Ulti 2, also wenn das Ding abfeuert, Geschwindigkeit geht um 500 höher, die Knockback-Distanz geht hier um 1000 höher, was sehr viel ist. Dieser Champion ist jetzt garantiert aus dem Fight entfernt und der Art-Channel-Refund, wenn man gecancelt wird oder wenn man es halt nicht durchzieht, von 30 auf 15 Sekunden, mega krass, Leute. Like, Poppy ist Exodia im nächsten Patch, gerade auch innerhalb des Jungles, weil eigentlich jeder Dash-Champion spielt. Gibt's, welchen Jungler spielt man, der nicht dasht? Oder Elise Q ist ein Dash. Hecarim's E? Wen gibt es da denn? Ich glaube, gar keinen, oder? Keine Ahnung, Leute. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Citroën, Leute. Ihre passive Cooldown geht von 12 Sekunden auf 12 bis 6 Sekunden. Hier sehe ich den Vorteil da drin, gerade wenn man gegen PokeChamp spielt oder wenn man vielleicht mal von einem Ludens irgendwie nebenbei getroffen wird oder so, dann ist halt die Passive weg. So kann man sie relativ leicht wiederherstellen, einfach hinten chillen und sich gönnen, was gerade halt zwischen in diesen Game-Momenten sehr geil ist, wo es sehr viele Skirmishes gibt. Mehr Uptime auf der Passive zu haben, ist dann dort ziemlich geil, Leute. Fiddlesticks, mehr Heilung mit seiner W gegen Champions, 20% mehr. Not bad. Das bedeutet eigentlich, wenn Fiddle in einer Scheißsituation ist, ist die Situation weniger scheiße und in den guten Situationen juckt es euch in der Regel eh nicht. Ich bin der Meinung, Fiddle ist bereits sehr stark. Er ist nur underused und underutilized. Ich habe vor einem Monat mal nachgeguckt. Fiddle-Spieler kriegen eine instant Winrate auf dem Champion, je mehr Games sie auf ihm spielen. Also Fiddle erfordert schon sehr viel Knowledge, damit man ihn tatsächlich gut spielen kann. Er ist nicht nur einfach, yo, ich drücke auf Ulti und gib ihm, also unter anderem auch. Aber ja, Leute, ne? Wie gesagt, deine schwächeren Momente werden hier jetzt nochmal gebufft, was ziemlich cool ist für ihn. Zoe, ihr dürft mich jetzt gerne korrigieren. Zoe bekommt Doppel-Mana-Buffs. Q-Mana-Kosten gehen runter hier um straight up 10 und die Ulti-Mana-Kosten gehen ebenfalls runter um 10. Das heißt, eine Combo kostet sie 20 Mana weniger. Ich glaube,
nicht, dass Zoe so krasse Mana-Probleme hat. Maximal vor dem ersten Recall. I guess. Aber sie sollte wie jeder normale Mid-Lane-Champion auch sein. Lost Chapter und gib ihm. Zudem braucht sie, damit diese Changes auch erst richtig Wirkung oder krasse Wirkung haben, auch erst Level 6. Deswegen, ich glaube, das ist Placebo. Ich glaube, das ist nur Placebo. Ihr könnt mich, wie gesagt, gerne korrigieren, aber ich glaube, dass Zoe nach dem ersten Recall nicht mehr so krasse Mana-Probleme haben. Aber hey, Buff ist ein Buff. Right? Kassadin, Leute, Kassadin, ich hab nachgeguckt vor dem Video. Kassadin hat am Master Plus eine Winrate von 53% oder 54%, irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine sehr gute. Auf einer Pickrate von 4% und er kriegt jetzt mehr Schild, 20 Schild mehr und nochmal 10% mehr Scaling on top hier oben drauf. Das bedeutet also, Kassadins gute Matchups werden noch besser. Kassadins bereits sehr gute Matchups werden unplayable sein. Kassadins schlechte Matchups sind doch immer noch scheiße, ne? So, keine Ahnung, ändert sich eigentlich nichts dran. Finde ich kompletter Schwachsinn. Finde ich persönlich, vielleicht liegt es daran, dass ich Kassadin hasse. Ich finde Kassadin so ein Champion, wenn er einen Kill hat, greift er schon aus, um komplett zu snowballen. Klar, wenn ihr Counterpickt mit Pantheon Midlane oder sowas, gib ihm. Zerstört ihn. Yasuo, gib ihm, zerstört ihn, kein Problem. Talon, Zed, irgendwie sowas, ja. Drecks-Champion. Einfach Drecks-Champion. Der kostet 10% mehr Scaling auf seiner Q und 5% mehr Scaling auf seiner W. Ziemlich geil, das bedeutet halt, dass seine Burst-Cover 15% mehr AP-Scaling on top oben mal drauf hat. Lasst euch davon aber nicht ganz so einschüchtern. Das bedeutet einfach nur, er macht pro 100 AP 15 Damage mehr. Es sei denn, er hittet euch halt mit mehreren Qs, ne? So ist es dann halt nicht. Das Problem sind halt dann die ganzen Amplifier, die reinkommen können, gerade wenn er sich ein Item holen sollte, wie ein Horizon Focus. Rabadon Second ist zwar meistens cool auf ihm, aber das wird jetzt Vel'Koz nicht zu einem Pick-Bun-Champion machen oder so. Da müssen schon die richtigen Konditionen dafür da sein, um ihn zu spielen. Xerath, Leute, mehr Stun auf seiner E. Das Interessante hier ist nicht, dass er mehr Stunt, also dass er maximal Stun höher geht. Der ist Xerath meistens scheißegal, wenn er den E auf Max Range kommt, E, WQ hinterher und er ist weg. Sondern eher, dass der Short-Stun hier erhöht wird um 0,25 Sekunden. Weil das bedeutet, er kann besser für sich selbst peelen, wenn er von jemandem angejumpt wird. Ist ziemlich cool und gleicht auch eine seiner, oder es macht eine seiner Schwächen weniger schwach. Sieh das, 20 Sekunden weniger Kuno auf seiner Ulti-E mit einem Punkt und 10 weniger mit 3 Punkten ist insane für ihn. Gerade auch, dass der Early Cooler hier nochmal runtergeht, ist wirklich einer der schlimmsten Momente. Dass seine Ulti im Late Game aber runtergeht, ist ja auch sehr geil. Er sollte jetzt ungefähr 15 bis 20 Sekunden Cooler auf seiner Ulti haben im Late Game. Was einfach bedeutet, er hat die Möglichkeit, bis zu 2 Ultis sich in einem einzigen Fight zu snacken, was halt ziemlich geil ist. Ezreal, Leute, ist mir gar nicht aufgefallen eigentlich, als ich das hier gesehen habe. Ezreals Ulti-Cooldown geht nicht runter mit Punkten, die er reinsteckt, wahrscheinlich wegen seiner coolen Reset-Mechanik. Dass er hier 30 Sekunden auf seiner Ulti verliert, ist insane. Das hier wird aber eher ein Buff sein, der euch in höheren Elos interessiert, also ich würde sagen so ab High Diamond, wo das Verständnis von Waves nochmal etwas besser ist. Denn Ezreal nutzt ja seine Ulti nicht nur, um Damage auf den Gegner zu machen oder um Champions zu snipen, sondern manchmal nutzt man auch die Ulti, um Waves vorzubereiten, ne? Ihr seid auf der Midlane. Euer Team will Richtung Nation spielen. Ihr seht, die Wave auf der Botlane ist kacke. Eine Ulti schießen, damit ein Bounce entsteht und dann wieder rüber pusht zum Gegner. Deswegen für Low Elo Ezreals macht das ja eigentlich nicht ganz so viel aus, wenn ich ehrlich sein soll. Ezreal ist auch ein etwas generell schwierigerer Champion. Es ist aber hier ziemlich, ziemlich geil, wenn es um High Elos geht. Ja, sonst. I guess. Cool. Es sei denn, ihr wollt AP Ezreal spielen. Ich glaube, es sollte scheppern. Tristana, Leute, 0,4 AD mehr pro Level. Leute, spielt bitte im nächsten Patch, spielt bitte mit Tristana. Tristana hat über die letzten, vor 5 Patches, glaube ich, irgendwie 40 Base-Leben mehr bekommen. Zusammen mit diesem Change, bei Gott, im nächsten Patch, Ignite Tristana Midlane. Ignite Tristana Midlane. Ihr wollt Gold erreichen? Ignite Tristana Midlane, Leute. Gerade gegen Kassadin. Gönnt euch. Ihr wollt Diamond erreichen? Leute, Ignite Tristana Midlane. Gönnt euch. Ignite oder Exhaust. Ihr habt so viele gute Matchups. Das ist fucking insane, Leute. Spielt das. Spielt das, spielt das, spielt das, spielt das, spielt das. Jhin, Leute. Die CC-Duration, also ich fände es eh mega dumm, dass die Jhin buffen. Jhin ist bereits sehr populär. Ich mache ja Tierlisten wie die Player Sub Academy. Und Jhin ist seit den letzten 10, 15, 20 Patches gefühlt. Entweder S-Tier oder A-Plus zumindest. Ich weiß gar nicht, was das soll. 0,25 Sekunden Mad-Duration auf Snare. Ist sehr geil, gerade auch auf der Botlane. Wo zwei Champions einen out-tacken können. Und auch gerade, dass mehr Duration da ist, bedeutet auch, Jhin kann leichter hinterherkommen. Jhin kriegt auch leichter seinen Schuss raus. Denn nicht vergessen, Leute, bei Jhin mattert jeder Schuss mehr als auf jedem anderen AD Carry. Denn Jhin hat nur 4, währenddessen andere ADCs halt dauerhaft angreifen können. Deswegen macht das hier sehr viel aus. Der Unterschied zwischen kriege ich 3 out-tacks raus oder 4 out-tacks raus, ist in der Regel schon sehr krass. E-Cooler, Leute, geht um 4 Sekunden runter. Das heißt, das hier ist, und später halt um 2 Sekunden, ist ein cooler Buff, gerade auch mit dem, was jetzt kommt. Damage auf W und E macht nicht mehr reduzierten Damage auf Monster. Das bedeutet, wichtig, das bedeutet, und vielleicht eine dumme Idee,
Hört mir zu, für Botlane ist auf jeden Fall ein Buff. Midlane-Jin. Midlane-Jin. Denn Jin kann relativ gut Waves clearen. Er gibt gut Gank Assistance mit. Und er kann jetzt die Raptors clearen. Hat Spaß, Leute, egal, als ob er jetzt deswegen jetzt Midlane-Jin spielt, weil ihr Rally Raptors clearen könnt, man. Also, es ist im Midgame sehr cool für ihn, wenn er ein bisschen mehr mobiler auf der Map ist und nebenbei Camps fahren möchte. Sonst sollte das nicht so viel ausmachen. Maybe vielleicht nochmal hier und da ein kleiner Steal auf Dragon und Nash. Gibt ihm die Möglichkeiten dafür. Aber an sich, Leute, Jin ist bereits sehr stark. Jetzt ist er noch stärker. Was soll die Scheiße? Finde ich mega stupid. Ich mag Jin als Champion sehr, don't get me wrong. Aber ich finde das hier mega dumm. Bart, Leute. Passiv-Damage wird erhöht, ne? 5 Base-Damage mehr, ziemlich cool. Nochmal 2 weitere mehr pro 5 Chimes, die hat, ist ziemlich cool. Die, wenn die W durchgesteckt ist, geht der Heal hier ebenfalls um. Ist ziemlich cool, aber Bart wurde heftig in den Arsch gefickt. Ich glaube, er hätte irgendwie mal 10 Nerfs in Folge bekommen, plus seine Items wurden genervt. Würde es ihn buffen, auf jeden Fall. Ich glaube, er hat auch eine leicht negative Wunde, wenn ich mich nicht irre, selbst unter Mains. Könnte ich mich jetzt irren? Aber ich glaube, er hat auf jeden Fall generell eine leicht negative Winrate. Würde ihm hier nochmal ein klein wenig helfen. Soraka, Leute, das hier ist ein Tippfehler. Sie soll hier 240 haben. Also Soraka verliert hier 30 Base Heal auf ihrer W plus nochmal 5% AP Scaling. Also, ihr dürft ja eins nicht vergessen. Ihre W wird in der Regel als letztens gemaxt. Man geht Q into W into E. Das heißt, vor Level 13 bemerkt man das nicht ganz so hart. Gerade in den Lowering Elos ist Soraka ziemlich geil. Also Soraka ist ein Champion. Sie ist auch halt B-Tier. Ne? Im richtigen Moment kann sie ziemlich geil sein. Und zwar, wenn der Gegner keine Dive-Champions hat, also keine Backline-Diver, plus man hat nochmal selbst Frontline im Team, kann sie hier wirklich sehr viel anrichten. Level 13 wird hier benötigt, damit dieser Nerf wirklich hart reinkickt. Digga, Leute, wir Level 13 erstmal bekommen. Ist halt Support. Ne? Da ist XP nicht immer ganz so geil. Und die Games sind jetzt auch nicht so lange, dass man da jetzt irgendwie reliable hinkommt oder so. Deswegen, ja, es ist ein Nerf. Ich würde mich davon aber nicht zu sehr verarschen lassen. Maybe die Lore los, wenn die Leute W-maxen, I guess. Aber sonst, meh. So, Jinx, Leute. 50 Leben weniger ist brutal. Jinx hatte mehr Leben als, ich glaube, Darius Level 1. Jinx hatte so viel Leben, das ist insane, ja. Also Jinx sollte jetzt in Kombination mit den letzten Nerfs, die ihre Safety etwas genervt haben, ne, sie hat ja weniger, sie hat ja höhere Mana-Kosten auf ihrem Rocket Launcher bekommen, plus nochmal erhöhte Mana-Kosten auf dem Rocket Launcher, plus nochmal dieser Lebensnerf, wird ihr schon sehr wehtun. Also Jinx sollte immer noch gut sein, aber nicht mehr blind pickable, da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Klar, wenn ihr One-Trick seid, könnt ihr sie immer noch spielen, so ist es nicht. Aber gerade schlechte Matchups werden jetzt noch schlechter und werden sie jetzt auch definitiv weitaus mehr punishen, was ich ziemlich gut finde, aber halt mega komisch, dass Jin im selben Patch gebufft wird, der eigentlich bereits sehr, sehr strong ist, but it's whatever. Xayah, Leute, Lethality Build wird ihr genervt, sie verliert ihr 20 Damage auf ihrer Q, wenn sie es gemacht hat, plus nochmal 2 Sekunden mehr Cooldown auf ihrer Q. Ihr könnt immer noch Lethality spielen, so ist es nicht, es wird jetzt aber um einiges deutlich schwächer sein, denn sie war ja wirklich dann sehr, sehr, sehr stark. Was wieder komisch ist, ne, Xayah ist mega stark, keine Frage, ne? Jinx auch, don't get me wrong, aber Jin kriegt die Buffs. AP Kaiser, Leute, Kurzfassung, AP Kaiser möchte mehr Auto-Attacken, Wright möchte nicht mehr haben, dass sie so ein Range-Nuke-Champion ist, deswegen geht auch der Damage der geprockten Passive höher um 2,5%, also auf 5% Missing Health Damage pro 100 AP, anstatt 2,5% Missing Health Damage pro 100 AP. W-Damage wird gesenkt, die AP-Ratio geht runter um 25% und die Shield-Ratio geht hier höher um 25%, zumindest von AP. Das bedeutet, Wright möchte haben, dass Kaiser dieser Auto-Attack-Champion ist, nicht dieser High-Range-Sniper-Champion und auch gerade, dass sie eher utilized wird gegen Bruiser und Tanks, denn ein Bruiser und Tank kann auch mehr Leben fehlen als einem Squishy-Champion. Das heißt, wenn ihr reindive, werdet ihr dafür belohnt, wenn ihr einfach nur AFK hinten steht und auf W drauf drückt und Space Invader spielt quasi, funktioniert das nicht mehr ganz so stark. Es ist immer noch gut, don't get me wrong, gerade wenn ihr das Ziel doppelt erwischen solltet, eben weil hier die Missing Health Rage nochmal erhöht worden ist, aber es ist nicht nur einfach, ich chill hinten und bin Space Invader, ja. Swain, habe ich ein ganzes Video dazu gemacht. Aber ja, Leute, um diesen Patch noch euch noch einmal kurz zusammenzufassen, Mordekaiser Buffs ziemlich gut, gerade in Loren Elo spielt in dem Jungle, Vladimir Buffs auf der Top-Lane, sehr, sehr, sehr geil, Fiamo ist wirklich sehr viel, Poppy, Leute, wenn sie gepickt wird im richtigen Game, wird sie Turbo zerstören, Citrani, ziemlich cool, aber ist ja ein Champion, den wir wahrscheinlich eher in den höheren Elos sehen werden, Fiddle ist okay, I guess Zoe, ich glaube, das ist ein Placebo, ihr könnt mich aber gerne eines Besseren belehren, das ist nicht schlimm, Kassadin, Leute, ich hasse diesen Champion, spielt Kassadin im nächsten Patch einfach, spielt Kassadin, Vel'Koz, wird maybe auf Art hier hochgehen, wenn ich ehrlich sein soll. Gerade gegen immobile Champions nochmal um einiges geiler hier. Ich fand, er ist bereits sehr underrated. Sollte sehr strong werden. Xerath, geilerer Self-Peel, wird sich sehr drüber freuen. Silas, Monster Changes. Also in High Elo, Monster Changes. Tristana, 0,4 sieht es nicht nach viel aus.
aber gerade nochmal 480 mehr zu bekommen, wenn sie Level 11 findet. Leute, nehmen wir gerade an, auch gerade auf einem Champion wie Tristana, der wirklich gerne viel Auto-Attack und auch sehr gute AD-Ratios hat. Ziemlich, ziemlich geil. Kann man mal machen, gerade auch in Kombination mit den letzten Buffs. Jhin, ihr spielt so oder so Jhin, was soll ich euch dazu sagen? Bart, ihr habt keinen Grund, jetzt Bart zu spielen. Wenn ihr im Bart Main seid, spielt ihr immer noch Bart, so ist es nicht. Aber lasst euch nicht von diesen Buffs hier baiten. Soraka, Leute, könnt ihr immer noch spielen. Also ich weiß gar nicht, wer überhaupt Soraka spielt. Haben wir einen Soraka One-Chick bei mir in der Community? Ja, mal melden und mal deine Meinung dazu geben. Jinx wird immer noch gut sein, so ist es nicht. Xayah wird immer noch gut sein, so ist es nicht. Kaiser wird jetzt mehr geschiftet auf ein AD, auf einen Ortec-lastigeren Champion. Was ich auch gut finde, wovon ich auch ausgehe, dass es mehr Buffs auf der Botlane sind, anstatt auf der Midlane. Aber das wird sich dann eher ergeben. Ich denke, dass Midlane Kaiser hier sterben wird, wenn man einen Poke-Champion haben möchte. Vielleicht sehen wir dann wieder mehr Wehrkost. Aber ja, Leute. Zum zweiten Mal die Scheiße aufgenommen. Ja, eure Meinung, wie immer gerne in die Kommentare rein. Und ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.